Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute hole ich in meine Küche Weihnachtsmarkt und backe selber Langostbrot. Und schaut, was für so ein Berg, da haben wir was zum Mittagessen. Und so habe ich ihn jetzt serviert mit leckerer Creme, Schmand, Sauersahne. Creme mit ein bisschen Knoblauch und Kräuter. Dazu zwei verschiedene Käse obendrauf. Und es kann man natürlich unterschiedliches belegen. Kann man auch Schinken dazu geben oder Tomaten mal dazu. Oder Schinkenspeck obendrauf machen. Es ist jedem selber überlassen. Ich mag es sehr gerne. Und ich möchte gerne jetzt in einen reinbeißen und euch zeigen, wie toll sieht dieses Teig aus. Mmh. Also, so fluffig. Schaut ihr. Total löchig, aber so soll es sein. Richtig schön luftig und schmeckt sehr lecker. Und am besten ist es gleich servieren. Wenn ich das zu Hause mache, dann kann man das auch zu irgendwas anderes essen. Zum Beispiel zu einer Suppe. Ob das ist Borsch. Oder bei uns heute ist ein Gulaschsuppe oder sogar zu Pfundpfanne. Wirklich, dieses Brot schmeckt auch nicht unbedingt so belegt, sondern zu den Suppen. Kann man machen auch Öl mit Knoblauch und Kräuter und dieses Brot nur mit diesem Knoblauchöl bestreichen und zu den Suppe essen. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute dieses Brot gebacken? Dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Heute mache ich Langos aus dem Hefeteig, deswegen werden wir erstmal Hefeteig zubereiten. Es kann man nur Milch nehmen oder nur Wasser oder wie ich in meinem Fall habe ich halb-halb gemacht und die Hälfte habe ich Milch und die Hälfte habe ich von Wasser genommen. Und lauwarmes. So, dann gebe ich so ein gestrichenes Teelöffelchen von trockener Hefe. Nur so ein halbes Teelöffelchen Zucker, dass die Hefe besser arbeitet. Etwas von Salz, so halber Teelöffel auch. Verrühren. Die Langos kann man machen mit Hefeteig, aber die, welche können kein Hefeteig vertragen, habe ich in meiner Playlist ein Kefirteig und er geeignet auch sich perfekt für die Langos. Habe ich früher auch auf die Schnelle immer mit dem Kefirteig gemacht und das geht ziemlich schnell. So, und werden wir jetzt portionsweise erstmal den Mehl reinsieben. Ich mache erstmal die Hälfte. Diesen Teig kann man auch in die Maschine machen, nicht unbedingt mit der Hand. Die ganzen Zutaten zu diesem Rezept stehen unten in der Beschreibung, wie immer. Ihr braucht nur auf den Videotitel draufklicken, die Seite geht nach unten auf, dann auf Wort mehr und da könnt ihr alles nachlesen. Erstmal mit dem Löffel und dann mit der Hand. Es soll ein schöner, weicher Hefeteig entstehen. So. So, und werden jetzt mit der Hand unseren Teig kneten und auf die Hand nehme ich meistens immer ein bisschen Öl und dann geht es los. So, mache noch ein bisschen auf meine Unterlage und hole den Teig raus. Schüssel abreiben und dann können wir gleich in die Schüssel auch ein bisschen Öl reinmachen für später, wo das der Teig wird aufgehen. So, dann haben wir gleich den Schüssel bestrichen, unsere Hand ist im Öl und dann können wir jetzt den Teig kneten. Alle Krümel da rein und einen elastischen Teig herstellen. Wenn ihr in der Maschine wird das machen, da könnt ihr ungefähr 8 bis 10 Minuten kneten lassen. Ganz bisschen Öl nehmen. Oder ganz bisschen Mehl. Aber am besten Öl lieber nehmen als Mehl, dass den Teig wird nicht immer fester, wenn ihr dazu immer Mehl dazu gibt. Aber schaut, er klebt absolut nicht. An die Hände dran, ziemlich schöne, elastische, weiche Teig. So, nach ein paar Minuten kneten. Der Teig ist sehr angenehm in die Hand, ist schön elastisch,
Sieht gut aus. Legen wir wieder in unsere Schüssel rein. Deckel zu und stellen irgendwo warm zum Aufgehen. Bei jedem wird das unterschiedlich. Auf jeden Fall, ihr müsstet achten, dass euer Teig es doppelt vergrößert. Und es kann vielleicht bis eine Stunde dauern. Jetzt zur Zeit des Winters, da kann man den Schüssel einfach neben den Heizung stellen. So, bis das unser Teig aufgeht, können wir schon unsere Sauerrahm vorbereiten und Topping, was wir oben drauf möchten, gerne haben. Ich habe jetzt mir vorbereitet zwei Sorten von Käse, den werde ich dann fein reiben. Es ist Gouda und den Parmesan. Und mein Mann mag gerne noch oben ein bisschen klein gewürfelte Schinken drauf. Und natürlich kann man auch was Grünes dazu geben. In meinem Fall wird dann angefrorene Mixkräuter, da ist der Schnittlauch, Petersilie und Dill. So, aber erstmal bereiten wir Sauerrahm. In meinem Fall habe ich jetzt genommen hier 120 Gramm Schmand und gebe noch zwei so großzügige Esslöffel saure Sahne. Dazu füge ich Knoblauch, so ein, zwei Knoblauchzehen. Es kommt darauf, wie groß sind die oder wie ist euer Geschmack. Wenn ihr müsst, die nicht raus, kann man auch mehr reinmachen. Natürlich auch Salz, Pfeffer. Und ich habe zum Beispiel so eine getrocknete Mixkräuter, welche verwende ich für den Salat. Da gebe ich noch was ein bisschen dazu. Muss aber nicht sein. Es ist auch klassisch, einfach soll weiß bleiben, Sauerrahm. Nach Geschmack Prise Zucker, aber wirklich nur Prise. Und einfach gut verrühren und kalt stellen. Käse reibe ich auf die feinere Seite, weil ich mag gerne, wenn er so richtig so flockig auf dem Brot liegt, kein grober Reiber. Gebe in ein Schüsselchen, dass alles so getrennt ist. So, die Schale abschneiden und ein bisschen von Gouda auch reiben. Ich reibe nicht gleich alles, kann man immer noch ein bisschen frisch reiben. Auch in die Schüsselchen. So, beide Käse sind fertig. Jetzt noch ein bisschen Schinken und dann brauchen wir noch unseren Teig zum Ausbacken. Eventuell kann man auch die gewürfelte Speck dazu geben. So Schinkenspeck schmeckt auch gut, aber es ist sozusagen Geschmackssache. So, Vorbereitungen sind jetzt erledigt. Jetzt brauchen wir nur unseren Teig. So, es ist jetzt eine Stunde vergangen und schauen wir nach unserem Teig. Er ist schön aufgegangen, schaut ihr. So, dann holen wir ihn raus. Wie gesagt, ich arbeite mehr mit Öl als mit Mehl. Auch mein Tisch ist aber kalt. Der arme Teig wird sich sicher schrecken. So, holen wir raus und mache so eine Rolle. Nun werden wir aufteilen auf 6 Teile. Dann heißt das, wir teilen es mal die Hälfte und dann jeder noch auf 3 Stück. Ja, ich glaube, wird sogar mehr. Wird doch 7. Und werden jedes Stück zu einer Kugel rollen. Einfach nach unten mit den Fingern und dann so. Haben wir dann eine schöne Kugel. Nehme das Brettchen und lege auf das Brettchen, weil mein Tisch ist wirklich kalt. Sonst könnte man auch hier auf den Tisch drauf machen und zudecken. Ich lege lieber auf das Brettchen. Rollen wir erstmal alle fertig und lassen wir die dann ungefähr so 15-20 Minuten nochmal aufgehen. Wenn wir das noch uns Zeit nehmen und lassen wir den Teig aufgehen, dann haben wir wirklich sehr leckere, fluffige Langosbrot. Schaut ihr. Wie toll sieht der Teig aus. Er klebt nicht. So schön elastisch. Richtig schöner Teig. So sehen die aus. Und jetzt decke ich erstmal mit den Folie zu und dann den Tuch oben drauf. Ich habe so eine Folie mir gemacht, schon vom Langen wirklich. Und benutze ich immer wieder. Abgewaschen, abgetrocknet und in den Schub gelegt. Und wenn ich die brauche, dann mache ich ein bisschen Öl und mit dieser beölten Seite
auf den Teig. Dann wird das nicht kleben und unser Teig nicht kaputt machen. Das ist etwas warm und kuschelig ist, natürlich auch noch ein Tuch obendrauf. Und lassen wir so 15 Minuten die noch aufgehen. So, es sind jetzt 15 Minuten vergangen, unser Teig ein bisschen aufgegangen. Können wir erstmal an die Seite stellen, aber erstmal werden wir das Töpfchen oder Pfanne stellen mit dem Fett zum Heißwerden. Ich habe jetzt ein Töpfchen genommen, das die Öl reingemacht, was zum Frittieren geeignet ist, und stelle jetzt auf Herd zum Heißwerden. So, und in dieser Zeit, bis das Öl wird heiß, werden wir unsere Fladen machen. Einfach Hände wieder in Öl und auseinanderdrücken. Einfach ziehen. So, nicht zu dünn und nicht zu dick. Ungefähr so sieht er aus. Kann man sogar ein bisschen so ziehen. Und ich lege jetzt vorbereitet auf so ein Brettchen. Habe ein bisschen mit dem Mehl gemacht, dass ich kann schon ein paar vorbereiten, bis das Öl wird dann heiß. So, das Öl ist heiß, können wir auch prüfen. Wenn wir Holzlöffel reinstecken, dann sieht man, dass das alles so pluppert. Dann ist ja fertig, können schon erst reinmachen. Schön vorsichtig. So ein bisschen mit dem heißen Öl begießen. So, jetzt die andere Seite. So, das ist wirklich typisch, wenn man in die Mitte von dem Teig kein Loch macht. Dann hat man eine Seite richtig knusprig und die andere nicht. So, holen wir den ersten schon raus auf den Teller mit den Servietten und legen wir noch ein. Aber in die Mitte von dem einen machen wir so einen kleinen Schlitz. Legen wir rein und werden wir das auch begießen mit dem heißen Öl. Das geht wirklich sehr schnell, 1-2 Minuten jede Seite, fertig. Der Teig ist dünn, es wird schnell durchgebacken. So, vorsichtig umdrehen. Und dann schon den zweiten, sieht ganz anders als der erste. Der hat aber kein Loch in der Mitte und der schon rausholt. An unserem Langusbrot sieht man jetzt, wie toll unser Hefeteig aufgegangen ist. Wie super sieht das alles aus. So, ich brate erstmal die alle fertig und dann werden wir das servieren. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig. Schaut ihr, was für so ein tolles Brot haben wir gebacken. Und jetzt nehmen wir eins auf den Teller und werden wir das servieren mit unserem Sauerrahm, was wir gemacht haben. Richtig schön reichlich. Da duftet schon hier bei mir in die Küche wie auf Weihnachtsmarkt. Und ich mag es nur mit Käse hier, wenn ehrlich zu sein. Nur Käse. Mache erstmal ein bisschen Parmesan und dann Gouda. Was wir eventuell noch kann ich mir machen, das ist die Kräuter. Meine Mixkräuter. Und die kann man auch gefrorene nehmen. Wenn man zu Hause ist, ist das perfekt. Sieht aus. Schaut. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und bringt den Weihnachtsmarkt in eure Küche und genießt dieses leckeres Brot. Ich wünsche euch schöne Vorweihnachtszeit, eine schöne friedliche Weihnachtszeit mit viel Glück und Liebe. Alles Liebe, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!